Herzlich willkommen, meine Folge gerade noch mit Marsch. Wir fahren jetzt unseren Raps Richtung Lager. Die Ernte läuft weiter, Weizen und Gerste jeweils auf Feld 1, Feld 2 und Feld Nummer 15. Und weiter habe ich noch gar nicht geplant. Wir haben späten Sommer. Auf die Getreidefelder will ich nicht durch Stroh ins Lager fahren bzw. ins Mischfutterfabrik. Ja, die Ecke haben wir nicht gemacht, das macht aber nichts. Ist nicht so tragisch. Deswegen fahren wir jetzt nicht hin. Ja, dann müssen wir sehen, wie die Kühe noch und die Schweine versorgt kriegen. Müssten wir spätestens morgen die ersten Jungschweine, sag mal so, ne, an den Stall fahren. Dann haben die ein bisschen was erreicht vom Alter her. Sollte nicht mehr so gefährlich sein. Wegen des Alters, ne? Kann sie von der Sau trennen. Obwohl es hier, glaube ich, nicht so realistisch wäre. Also nicht so nicht vorgesehen ist, glaube ich. So, das können wir gleich mal schauen. Ich habe nur das aktuelle Paket genommen. Das Update. Und habe mich erstmal von der Schweinestall. Ah, das ist jetzt ein Stall, achso. Der muss dann auch, da sollen die Ferkel hier rein. So, was haben wir hier? Wasserpumpe, Wasser ist genug da. Sauberkeit auch, Futter ist auch genug da. So, wir haben 68 Schweine. Und die Jungtiere sollen hier raus. Diese 5,9, die jetzt mittlerweile sind. 6 Kilo. Die möchte ich alle umstallen in einen anderen Stall. Und die 1,6 lasse ich noch entstehen. Unsere Kühe. Heu und Silage, nicht so tragisch. Hauptsache die haben Mischration. Das fressen sie sowieso zuerst. Wasser muss voll sein und Sauberkeit muss passen. Das passt ja auch noch. Und wie gesagt, das sind die, wo die Kälber rein sollen. Und die sind aktuell noch nicht so weit, dass irgendwelche Kälber kommen. Aber hier die ersten könnten bald kommen. Aber wie gesagt, das werden wir umstellen auf 3 Jahre, dann wird es ein bisschen schneller passieren. Weil dann das Jahr entsprechend schneller vergeht. Also um 100% schneller. Und wie gesagt, die Ernte fahren wir so auf 1 rein. Ist also kein Problem. So. Ja, das früher war es cool gewesen auf 17. Das ist mir gerade wieder so. Ja, irgendwie. Das Fleisch gut übergangen. Dann Tastaturen ändern, Befehle ändern und immer eine Umstellung. So. Müssten eigentlich auf die Felder, müssten neue Frucht drauf. Auf Raps kann eigentlich Getreide aufgebracht werden. Kann auch Mais sein. Mais hilft zu dem Getreide. Das kann auch Kartoffeln sein, aber Kartoffeln jetzt, naja, zu spät. Für nächstes Jahr ist dann im Frühjahr die Aussaat dran. Kartoffeln und Rüben zum Beispiel im Frühjahr. Getreide könnte auch jetzt nachher im Herbst kommen. Mein Navi hat sich gerade gemeldet. Das hat sich gerade aktualisiert. Nicht wundern. Macht dann diese Geräusche. So, Raps. Gucken ganz kurz, oben links. 40%. Dann ist er hier, das habe ich auch nämlich voll. Das müssen wir nächstes machen und dann Stroh ins Lager fahren lassen. Aber dann müssen wir die beiden Felder mal fertig sein. Ja, ich mache das manuell abladen, weil Kursplay dafür, naja, nicht perfekt klappt, sag mal so. Wenn ich dann nicht ständig eingreifen muss, kann ich auch gleich allein machen. Ne? Ist nicht ganz der Sinn dabei, aber ist halt so, ne? Aber Stroh reinfahren, das klappt nicht wunderbar, das macht man ja auch so. Felder bestellen haben wir noch nicht. Das machen wir dann im Herbst. Nur hier ist das blöd, weil wir hier im Prinzip immer aufbleiben müssen, weil der entsprechende
so blöd einlenkt, dass wir im Prinzip dann mehr gleich wieder reinfährt auf unser Traktor. Muss ich mal schauen. Mitfahren können wir jetzt nicht, das sind Bäume, ne? War an sich so nicht geplant. Er kommt ja auch nicht weiter. Ja, die Intelligenz der Fahrer ist nicht die größte, sondern so, ne? Sie können sich erkennen. So. Hauptsache kommt das hierher. Das kann er gleich mal abkippen. Hier unseren. Das wäre Mais. Die Kale ist noch fertig. Okay. Der ist voll. Wollen wir gleich leer machen. Hat Julius auch einen vollen Tank, unser Helfer. Der hat viel PS, aber kommt nicht in Schwung, ne? Ja, die Gasernte steht ja auch an, ne? Also wie gesagt, machen wir nachher mal. Nicht so viel parallel. Obwohl, naja. Ich möchte ja Silage bald haben, ne? Das heißt ja, wenn ich jetzt so lange warte, dann wird das Heu. Und ich will kein Heu haben, ne? Also nur mal zusagen, ne? Das heißt, die noch eine große gemäht wird, muss auch gleich gepresst werden. Schon wieder eine Kuh. So, die Anzeige unten rechts ist weg. Ich habe bei mir am Nachbarmonitor. Wie gesagt, das ist eine Option. Muss man haben, muss man nicht haben. Kann man. Wenn nämlich die Zeiger auf rot wäre, ja, dann stimmt was nicht, ne? Da muss man eigentlich reagieren, um einen Defekt zu verhindern. Wo bei rot wäre schon mal eigentlich zu spät. Würde ja nur passieren, wenn die Raumluft hier zu warm wäre, ne? Im Sommer wäre das schon mal, könnte man gelb sein, ne? Aber so, komm, genug Luft dran. Die Heizung ist im Raum nur so aus, weil die Monitore und der Rechner so genug Wärme abgeben. So, da sind wir da. Wir sind dicht dran, ne? Ist bestimmt so garantiert. Gut. Können wir auf den nächsten gehen? So. Wenn er jetzt wieder losfährt, muss ich eingreifen. Das geht nicht. Einen halben Tank darf er nicht losdüsen. Ein bisschen zurückfahren. Gotik 3, Gotik, nicht Gotik 3, nicht Gotik. Da soll er nun eine neue Produktion kommen. Ein alte, älteres Spiel, was ich auch mal gespielt habe. Im Grunde hochinteressant, weil Gothic 1 habe ich nicht so nicht gespielt. Aber die 2 und die 3, von daher kenne ich mich da ein bisschen aus. In Anführungszeichen würde mir doch reizen. Aber das ist ja gerade mal jetzt mal eine spielbare Anfangsdemo, sag mal, rausgekommen. Die man sich dann kostenlos runterladen kann, wenn man von der Firma auch schon mal ein Spiel gekauft hat. Wenn. Von daher ist es für mich erstmal nicht in Frage, da was zu machen.
ist auch wie gesagt reizvoll, weil die Geschichte und darum herum ist ja an sich nicht schlecht. So. Und jetzt fahren alle Fahrzeuge da unbedingt im Verband arbeiten, zumindest zu zweit. Und da steht. Hat aber angefangen. Sonst wäre ich nicht weggegangen. Aber das ist, naja. Soll ich jetzt das Rohr erraten, muss hingucken, wenn es einfährt. Auch nicht schlecht. Also ein bisschen Richtung Stroh fahren. Dann geht das. Ja, gut, der braucht noch ein bisschen. Die Folge ist auch schon wieder fast vorbei. Wissen ist noch, das ist jetzt Montag, die zweite Folge. Muss ich auch passen wegen Weihnachten. Ich hab's bei der Thüringenkarte total verdüst. Bei den Heiligabend und ersten Feiertag. Würde ich mal so entschuldigen, dass ich das vergessen habe. Aber wie ist das Wort? Mindestens normale Tage machen wir nicht groß drauf was. Wer jetzt Kinder hat und so, da kann ich verstehen, dass man da ein bisschen mehr Aufwand betreibt. Dann ist es auch, macht auch Sinn. Aber so für mich alleine ist das im Grunde. Aber den Aufwand teile ich dann dafür dann nicht, dass ich jetzt anfange zu schmücken oder so. Muss ja auch weggeräumt werden, ne? Hinterher. Und Geschenke kaufe ich so alleine. So. Machen wir gleich den anderen wieder leer. Und später werden wir da schön. Müsste mit Weizen voll sein. Ja, geht nicht zu, geht nicht. Der kann dann ja nebenbei Strohlage gefahren werden, das macht er automatisch. Hat er hier gesoffen oder was? Oh, Spur nicht gerade fahren kann. Naja, er nimmt ja immer die Feldränder an, ne? Also das ist dann immer nicht 100% gerade. Weil es auch in der Natur nicht sowas geben würde, das gibt es ja gar nicht, ne? Also man könnte es hier aber machen mit GPS-Mod, wenn das gerade fährt. Könnte man. Den Mod habe ich aktuell nicht drauf. Weil ich aktuell nicht drauf. Weil früher habe ich ja Grasmähen immer mit GPS gemacht. Und heute macht der Kursblech. Wenn man Gras wegen konnte ja in der 15er man nur über Umwege machen lassen. Also war an sich nicht vorgesehen, dass ein Helfer das machen kann. Heute ist ja alles mit einem Helfer machbar, muss man dazu sagen. Also heute kannst du ja mit einem Helfer mähen, Helfer kannst du wenden. Pressen aber nicht. Das kannst du nach wie vor nicht. Das musst du nach wie vor, wenn du nicht gerade Kursblech hast, allein machen. So, hier geht kein Stroh rein, erkennt kein Weizen. Das Weizen Entschuldigung, ist teilweise für die Schweine. Und vielleicht, wenn es Geld reicht für Brauerei, ich weiß auch nicht genau, ob es Geld reicht. Müssen wir noch gucken, ob man hier die Lageballen reinbringen muss ins Lager. Aber wir haben mit der Ernte genug zu tun. Und die Lageballen, die rennen mir ja nicht weg.
Und der kann so abkippen, ohne dass man also hochklappt. Ne? Normalerweise klappen die doch hoch normalerweise. Oder haben sie hier anders gemacht? Achso, mit Förderband, okay. Das ist ziemlich wichtig im Stall, wenn du im Stall bist, obwohl der Hänger an sich ziemlich hoch ist. Gibt aber auch kleine Varianten, da kann man da entsprechend, da ich mittlerweile viel mehr Mischfutter brauche, mal einen Hänger tauschen. Ne? Und da mit einem Schlag das Futter reinbringen kann. Bei zwei Rindern geht schon was weg. So, wer ist Julius? Das ist bestimmt der andere hier. Da ist hier der linke da oben. So, liebe Zuschauer, das soll es für die zweite Folge von Montag gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ja, auch danke fürs Abonnieren. Danke fürs ja, Kommentieren. Dann seid mal Tschüss und den Gewinn. Ciao, ciao. Ja, dann sieht man sich dann vielleicht zur nächsten Folge morgen wieder. Und sag mal Tschüss und den Winkel schau. Bis morgen. Tschüss.